stehen mittendrin und beschwitzen unsere Ohren. Wenn es fliegen ist, dann haben wir nichts verloren. Und wir bleiben trotzdem da in dieser Friedhofsatmosphäre. Weil die Hoffnung kann das Bild und die Stimme verwehren. Um Öffentlichkeit zu schaffen für ein ganz wichtiges Thema. Nämlich Wohnen für alle. Das Recht auf Wohnen, ein Teil des Rechts auf Stadt. Der Mietspiegel verspricht allgemein in Hamburg Mietsteigerung von 5,8%. Das sieht so aus, dass eben in den kommenden Wochen die Mieterinnen hier in der Stadt wieder weitere Mieterhöhungen per Brief in ihren Briefkästen haben werden. Vor zwei Jahren, als der letzte Mietenspiegel erschienen ist, waren davon vor allen Dingen Mieterinnen und Mieter der Saga betroffen. 23.000 Wohnungen bekamen Post mit Mieterhöhungen. Wir sehen das auch im aktuellen Mietenspiegel sehr deutlich. Im Mietenspiegel sieht man gerade auch im Segment, dass die Saga betrifft Mietsteigerungen, die eben 10-12% betreffen oder teilweise 15% hochgehen. Das bedeutet, dass natürlich jetzt auch im Nachzug in den kommenden Wochen auch bei Lagermieterinnen wieder weitere, wie es so schön heißt, Angleichung an den Mietenspiegel erfolgen wird. Wir haben gesagt, okay, das wollen wir dieses Jahr nicht wieder erleben. Letztes Jahr gab es im Nachzug dieser Mietverschickungen die ersten Proteste. Wir sagen heute, wir fangen einfach jetzt mit der Veröffentlichung des Mietenspiegels an und schlagen heute hier einmal Alarm. Hamburg-Mietenbasen geht weiter. Der Mietenspiegel 2011 zeigt, die Mieten steigen im Durchschnitt um 5,8%. Und was macht die Saga GWG? Mit 130.000 Wohnungen verfügt das städtische Unternehmen über 15% des gesamten Hamburger Wohnungsbestandes. Theoretisch besitzt die Saga damit ein Instrument, mit dem es nicht nur möglich wäre, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sondern auch einen positiven Einfluss auf den Mietenspiegel zu nehmen. Aber die Realität sieht anders aus. Wenige Tage nach der Veröffentlichung des letzten Mietenspiegels vor zwei Jahren erhöhte die Saga GWG bei 23.000 Haushalten die Miete. Im Zeitraum von 1997 bis 2008 lag die Mietsteigerung bei der Saga 17,7% über der Steigerung der Durchschnittsmieten in Hamburg. Insbesondere in zentralen Lagen nutzt die Saga GWG jede sich bietende Gelegenheit, also den Mietenspiegel, sogenannte Sanierungen und Neuvermietungen, um noch mehr Geld aus den Mieterinnen herauszupressen. Ein Grund für diese Abzocke ist sicherlich, dass die Gewinne, die das Unternehmen jedes Jahr einfährt, von der Stadt dazu benutzt werden, um Haushaltslöcher zu stopfen. So flossen in den letzten fünf Jahren jährlich 100 Millionen Euro von der Saga in einen städtischen Topf, auf dem unter anderem die Elbphilharmonie finanziert wurde. Aktuell ist geplant, mit den Mieten aus Saga-Wohnungen den Uni-Umbau zu finanzieren. Wir befürchten, dass die Saga GWG den gestern erschienenen Mietenspiegel ausnutzt, um erneut kräftige Mieterhöhungen von den Mieterinnen zu verlangen und damit die Mietspirale weiter in die Höhe zu treiben. Der aktuelle SPD-Senat wälzt alle Schuld für Wohnungsnot und Mietenwahnsinn auf die Vorgängerregierungen ab, was nachweislich falsch ist, denn die Gentrifizierung innenstadtnaher Viertel wurde und wird maßgeblich von SPD-Regierungen auf Stadt- und Bezirksebene vorangetrieben. Wenn der aktuelle Senat es auch nur ein bisschen ernst damit meint, in Hamburg langfristig bezahlbaren Wohnraum sichern zu wollen, muss er auf weitere Mieterhöhung bei der Saga GWG verzichten. Der Wohnungsmangel verschärft sich in Hamburg immer mehr. Insbesondere Wohnungen, die sich Geringverdienende leisten können, werden zur Mangelware. Mietpreisbindung läuft aus. Neue Sozialwohnungen werden kaum gebaut. Gleichzeitig wird weiterhin ein gigantischer Überschuss an Büroflächen produziert. Circa 1,4 Millionen Quadratmeter stehen zurzeit leer. Wohnungsmarkt und städtisches Flächenmanagement folgen mittlerweile weitgehend der Logik der Gewinnmaximierung. Einkommensschwache Haushalte werden an den Stadtrand gedrängt oder gar in die Obdachlosigkeit. Den neuen Mietenspiegel werden viele Mieterinnen in der Folge seines Erscheinens auch dieses Jahr wieder unmittelbar zu spüren bekommen. Die AG Mieten aus dem Netzwerk Recht auf Stadt erhebt aus diesem Anlass 10 Forderungen zum neuen Mietenspiegel und zur Hamburger Wohnungspolitik. Erstens,
Der Arbeitskreis Mietenspiegel muss paritätisch besetzt sein. Die Vertreterinnen der Mieterinnen müssen Einfluss auf die Gestaltung des Mietenspiegels haben. Alle Mieten müssen in die Berechnung des Mietenspiegels mit einfließen. Die Bestandsmieten ebenso wie die Mieten des öffentlich geförderten Wohnraums. Zweitens, alle Mieten müssen in die Berechnung des Mietenspiegels mit einfließen. Die Bestandsmieten ebenso wie die Mieten des öffentlich geförderten Wohnraums. Der Bodenrichtwert darf keinen Einfluss mehr auf die Wohnlageneinstufung haben. Drittens, deutliche Senkung der Kappungsgrenze, derzeit 20% alle 3 Jahre. Die durchschnittliche Mietsteigerung muss unter der allgemeinen Einkommensentwicklung liegen. Viertens, soziale Erhaltungs- und Umwandlungsverordnung flächendeckend in allen Innenstadtnahen sowie von Gentrifizierung bedrohten Quartieren, wie zum Beispiel Wilhelmsburg, Vettel, Hamm, Barmbek und so weiter und so fort. Fünftens, § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes muss zur Anwendung gebracht werden und erweitert werden. Neuvermietungspreise, die über 10% der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, müssen anfechtbar und gegebenenfalls als Mietwucher strafbar sein. Sechstens, Abschaffung des § 559 BGB. Mieterhöhen bei Modernisierungsmaßnahmen müssen zwischen beiden Vertragsparteien ausgehandelt werden. Im Rahmen einer energetischen Modernisierung darf in Zukunft eine maximale Erhöhung der Miete in Höhe der realen Energieeinsparung erfolgen. Siebtens, Umzugsforderungen seitens der Ämter der ALG-2-Bezieherinnen und Transferleistungsempfängerinnen sind zu unterlassen. Ebenso wie grundsätzliche Räumungsbegehren gegen Menschen ohne Wohnalternative. Achtens, jährlicher Neubau von 5000 Sozialwohnungen im ersten Förderweg. Kein Verkauf städtischer Flächen, sondern Vergabe an Erbbaurecht an gemeinwirtschaftliche Unternehmen. Umwandlung von Büroleerstand zu Wohnraum mit öffentlichen Mitteln fördern. Neuntens, keine weiteren Mieterhöhungen bei der Saga GBG, um günstige Mieten in Hamburg zu sichern. Viertens, perspektivisch muss Wohnraum dem profitorientierten Wohnungsmarkt weitgehend entzogen werden. Wohnen ist ein soziales Grundrecht und keine Ware. Deswegen Wohnraum vergesellschaften. Okay, wir sind heute hier, um der Saga deutlich zu machen, dass wir keine weiteren Mietsteigerungen bei der Saga erleben wollen. Wir werden weiter auch dagegen protestieren. Aktivisten aus dem Bündnis Mietenwahnsinn stoppen haben schon vor 2-3 Wochen mal eine Saga-Filiale gekapert und haben dort eine fette Mietenparty gefeiert. Heute sind wir hier, um ein wenig Krach zu schlagen. Wir wollen Lärm machen, damit die Saga zu hören bekommt, dass wir da sind, dass wir auch weiterhin im Auge haben und verhindern wollen und werden, dass weitere Mietsteigerungen bei diesen Unternehmen durchgezogen werden, dass Menschen, die günstigen Wohnraum bisher hatten, diesen verlieren, indem die Saga immer weiter die Mieten anhebt. Am letzten Wochenende gab es eine kraftvolle Demo in Hamburg. Um die 8.000 bis 10.000 Leute waren auf der Straße, um gegen Mietenwahnsinn in Hamburg zu demonstrieren. Im Rahmen dieser Bündnisdemonstration vom Bündnis Mietenwahnsinn stoppen gab es 3 Forderungen. Die erste Forderung ist, der Mietenspiegel, der gestern veröffentlicht wurde, führt jedes Mal automatisch zu Mietsteigerungen in Hamburg. Wir fordern, dass es ab sofort keine Mietsteigerung mehr aufgrund des Mietenspiegels in Hamburg und anderswo geben darf.
Das heißt natürlich hier für die Saga GWG ganz konkret, dass sie sich auch nicht mehr an dieser Mietpreisspirale beteiligen dürfen, sondern dass die Saga GWG ab sofort aktiv dazu beitragen muss, dass die Mieten in dieser Stadt sinken, und zwar drastisch. Als nächstes fordern wir eine Mietobergrenze, die weit unterhalb der derzeitigen Durchschnittsmieten liegt. Weit unterhalb der derzeitlichen Durchschnittsmieten heißt für uns, dass wir einen mittleren einstelligen Betrag ansiedeln. Also irgendwo zwischen 4 und 5 Euro sollten wir doch in nächster Zeit mal landen können. Aber trotzdem haben wir ein langfristigeres Ziel vor Augen. Und zwar fordern wir die Vergesellschaftung von Wohnraum. Was heißt das konkret? Das heißt für uns konkret, sämtlicher Wohnraum, insbesondere aber im Moment der institutionelle Wohnraum, das heißt der von irgendwelchen Hedgefonds und Immobiliengesellschaften gehalten wird, muss umgehend privatisiert werden, muss umgehend vergesellschaftet werden. Das heißt, dieser Wohnraum muss in das Eigentum der Gesellschaft übergehen und muss den Menschen, die da in den Wohnungen wohnen und auch den Menschen, die in diesen Wohnungen wohnen möchten, zu günstigen Mieten zur Verfügung gestellt werden. Heißt auch Recht auf zentrumsnahes, günstiges Wohnen unter menschenwürdigen Umständen. Auch dafür stehen wir hier. Und zu Recht auf Stadt gehört auch das Recht auf Leben in alternativen Lebensformen, unter anderem auch das Leben in Bauwerken. Aktuell ist der Wagenplatz Somia einer der ganz wenigen oder manche sagen auch der einzige momentane Wagenplatz im zentralen Hamburg akut von Räumung bedroht. Deswegen gibt es am Samstag eine Demonstration um 15 Uhr am Millerntorplatz. Und vielleicht könnten sich ja auch all die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Saga GWG hier einreihen und für mehr Leben auf Wagenplätzen in Hamburg demonstrieren. Wäre denn der Bürgermeister Olaf Scholz bereit, sich zu distanzieren von den sozialen Brandstiftern in seiner Partei und in den Planungsbehörden? Ja, wäre er überhaupt bereit, etwas zu tun für den sozialen Frieden in dieser Stadt? So, meine Damen und Herren, in den Büros, wo noch Licht an ist, kommt runter und gesellt euch dazu. Oder habt ihr keinen Bock auf billige Mieten? Kommt runter, traut euch! Wenn ihr in Zukunft Informationen haben möchtet und Aktionsankündigungen für alle weiteren Aktionen, die es geben wird, bekommen möchtet, dann schickt eine SMS mit GO Mietfrei an die 84343. Mietwahnsinn stoppen für eine ganz andere, für eine solidarische Stadt. Falls ihr aber noch zu tun habt und euch gar nicht von eurem Rechner wegbewegen könnt, dann kommt doch einfach ans Fenster und winkt als ein Zeichen der Solidarität gegen den Mietenwahnsinn in dieser Stadt. Ja, und am Anfang bewegen sich schon einige, wir wollen mehr sehen. Kommt an die Fenster! Die GWG ab sofort kein profitorientiertes Unternehmen mehr sein darf. Wir fordern die Einstellung aller Zahlungen von der Saga GWG an die Stadt. Wir fordern günstigere Mieten, auf dass die Mieten in Hamburg runtergehen.